Der Sensor und Test 2019 präsentierte Beckhoff die Innovationspotenziale systemintegrierter High-End-Messtechnik für Prüfstände und den Maschinenbau. Mit den EtherCAT-Messtechnik-Modulen und mit der kostengünstigen Economy-Serie ELM3140 erweitert Beckhoff das Anwendungsspektrum in der industriellen Messtechnik. Für uns ist der zentrale Ansatz, dass die bisherige Trennung zwischen einem Messsystem und dem Automatisierungssystem so nicht mehr nötig ist. Wenn das Messsystem integriert wird in das sowieso schon vorhandene Automatisierungssystem, bedeutet das für den Endkunden, dass er sehr viel weniger Engineering-Aufwand hat, dass er die Daten, die Messdaten wie auch die Regeldaten aus einer Hand bekommt und so am Ende viel mehr Produktivität aus seiner Maschine holen kann oder aus seinem Prüfstand, die Komplexität reduziert wird und der Ausstoß einer Prüfanlage im Endeffekt dann auch erhöht wird. Die bereits im Markt etablierte Basisserie der EtherCAT-Messtechnik-Module ist mit Sample-Raten von 10 bis 50 Kilo-Samples pro Sekunde je Kanal bei 100 ppm Genauigkeit insbesondere auf die Anforderungen dynamischer Messungen ausgerichtet. Mit der Economy-Serie stellt Beckhoff bereits die zweite Klasse an integrierter Messtechnik vor. Die ELM-Klemmen der Economy-Serie profitieren von der relativ niedrigen Samplerate von 1000 Samples pro Sekunde und Kanal. Dadurch sind hohe Temperaturstabilität und niedrige Rauschwerte erzielbar und das zu relativ günstigen Kanalpreisen. Trotzdem sind die 1000 Samples pro Sekunde immer noch ausreichend zur Messung von Signalen an vielen mechanischen Maschinen und Prüfständen, um mit hoher Messgenauigkeit die Signale zu erfassen. Die Beckhoff-Messkette steht für die optimale Verzahnung von Hard- und Softwaremodulen. Von der elektrischen Anbindung aller gängigen Sensoren an I/O-Module in verschiedenen Schutzklassen, über die Hochleistungsfeldbussysteme EtherCAT und EtherCAT-G, bis hin zu verschiedenen TwinCAT-Softwaremodulen wie TwinCAT Analytics oder TwinCAT Vision. Mit TwinCAT Vision integrieren wir die Bildverarbeitung komplett in unser Echtzeitsystem TwinCAT. Das geht von der Bildaufnahme über die Bildverarbeitung in der Echtzeit bis hin zur Anzeige in der TwinCAT 3 Scope und auch in der TwinCAT 3 HMI. Als Anwendungsfälle haben wir die Detektion von Bauteilen, die Identifikation von Bauteilen als auch die Vermessung von Bauteilen, wie man sie im End-of-Line-Test in der Qualitätskontrolle anwenden kann.